Herzlich willkommen bei Niklas Elfen 12. Heute mache ich etwas ganz Besonderes. Sowas habe ich noch nie zuvor gemacht. Also heute vergleiche ich Grafikkarten, die im Zeitraum 2013 bis 2016 erschienen sind, auf den geläufigsten Bildschirmauflösungen, auf die wir heutzutage zum Spielen setzen. 1080p, 1440p, sowohl als auch 2160p 4K. Nur damit ihr es wisst, dieses Video war eine ganze Weile in meinem Archiv, da ich mir nicht sicher war, ob ich dieses Video veröffentlichen soll oder nicht. Es könnte einigen von euch etwas nützen, anderen wiederum nicht so sehr. Aber ich hoffe, dass es euch dennoch gefällt. Außerdem werde ich nur mit einem einzigen Spiel testen, was The Witcher 3 wäre. Damals, als ich all die Benchmarks durchgeführt habe, hatte ich nur sehr begrenzte Zeit. Und weil ich so verdammt viele Tests durchführen musste, und das auf drei verschiedenen Auflösungen, ist es nun einmal bei einem Showdown zwischen alten und neuen Grafikkarten in nur einem Spiel geblieben. Danke für euer Verständnis. Was das Testsystem anbelangt, würde ich euch gerne wissen lassen, dass es sich ein wenig verändert hat. Eigentlich ist es ja Aurelius Testsystem, aber bei uns ist es zu ein paar technischen Schwierigkeiten gekommen und somit mussten wir ein paar Komponenten austauschen. Aber ja, genug davon, kommen wir nun zu den Benchmarks. Also ganz klar, jede neue Grafikkartengeneration bringt ziemlich ordentliche Leistungssteigerungen mit sich. Mit dem Spiel auf Ultra-Einstellungen muss man sich nicht wundern, dass dies für die GPUs relativ anspruchsvoll ist, insbesondere für die Mittelklasse der Karten. Die 1080p-Benchmarks zeigen einen riesen Unterschied zwischen all diesen Karten, doch sobald wir die Bildschirmauflösungen auf 1440p und 2160p anheben, ist der Unterschied schnell nicht mehr allzu groß. Auf 2160p sind es tatsächlich nur 5 bis 10 FPS mehr oder weniger. Das zeigt uns, dass Grafikkarten, wie leistungsstark sie uns jetzt auch immer vorkommen mögen, für 2160p 4K nach wie vor nicht bereit sind. Andererseits, will man wirklich auf 4K mit ordentlicher Bildrate spielen, könnten wir immerhin noch immer die Grafikeinstellungen herabsetzen auf hoch, mittel oder gar niedrig, je nach Grafikkarte und Bildratenwunsch. Ich selbst bin noch kein Fan von 4K. Für mich macht es noch nicht viel Sinn, nicht in diesem Stadium, da die PC-Hardware noch nicht wirklich bereit dafür ist. 1440p scheint momentan den Sweet Spot darzustellen. Was mir außerdem aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass AMDs neueren GPUs richtig gut in den hochauflösenden Tests abschneiden. Es war sehr interessant, dies herauszufinden. Ich wünschte, ich hätte mehr Spieletests durchführen können, um die Grafikkarten mehr als in nur einem Spiel in Action zu sehen, aber bitte versteht, es hat ewig gedauert, bis ich all die Benchmarks durch hatte. Dann dieselben erneut durchführen, auf einer anderen Auflösung, GPUs austauschen, Treiber installieren, jedes Mal den PC neu starten, dann die Treiber wieder deinstallieren, für die nächste Karte neu starten und so weiter. Glaubt mir, das braucht seine Zeit. Erinnere ich mich noch recht, haben mich diese Benchmarks ganze 3 Tage oder so gekostet. Aber ich hoffe, das war es wert und dass euch dieses kurze und vielleicht informative Video gefallen hat. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht meine Website, um dort Videos manchmal früher zu sehen.